Bevor wir nach Miseras Festung aufbrechen, holen wir noch Verpasstes nach. Los geht's auf Flockenbrocken, anschließend kümmern wir uns um den Wegmann auf Prima Paletti und zu guter Letzt helfen wir auf Terraflora einem Toad aus der Klemme. Aha. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Rabbids Box of Hope. Vielleicht wundert ihr euch, warum wir auf Flockenbrocken sind, denn beim letzten Mal haben wir auf Kalkmatal die letzte Sparkjägerin und damit auch den letzten Finsterzeit-Tentakel auf dem Planeten besiegt, bekämpft. Aber ich wollte jetzt eh tatsächlich mit dem Backtracking anfangen. Ich dachte mir, ich fange einfach ganz vorne an quasi, den ersten Planeten, da fehlt ja eh, hier fehlt noch eine Aufgabe, eine Nebenaufgabe. Und das dürfte Truhe sein, ich glaube, die ist hier tatsächlich. Zumindest ist mir hier schon mal aufgefallen, als ich das erste Mal hier war. Also das ist eigentlich, wenn man vom Raumschiff aus nach links geht, den Weg entlang hier wieder zur Höhle hoch. Wenn ich zur Brücke lang. Ich kann es auf der Karte kurz zeigen. So ist nicht, ne? Aber hier ist halt die WM-Arche und dann kann man einfach hier lang, dann ist man direkt auch hier. Da haben wir ja schon beim ersten Mal, als wir angekommen sind, aufgefallen, dass die Brücke da kaputt ist. Nehmen wir an, ich wollte sagen, hier wird vielleicht so eine Brücke auftauchen. Und da ist auch. Oh, das war ein Blitz verwundet. Auch nicht so einfach wie gedacht. Das wird auf jeden Fall jetzt eine Planetenmünze hier sein, auf dem Planeten. Was wir jetzt hier machen? Da ist auf jeden Fall noch ein Eisblock. Was passiert, wenn ich den betätige? Warte mal, ist hier noch eine Brücke? Ah ja, tatsächlich. Ah, was passiert dann? Okay. Er wird sich nach links und rechts verschieben. So wie es aussieht. Ganz genau. Das ist ja da eine Brücke, wahrscheinlich auch in die andere Richtung, ne? Nicht? Na, dann erstmal hier. Lass den da rüber schieben. Oder wo ist der Stein hin? Der muss da hin. Ach so, da kann ich da rüber schieben, okay. Macht Sinn. So, dann können wir den jetzt da rüberbringen. Hier muss aber. Ey, guck mal, seht ihr, wusste ich so. Da muss ich noch einen Stein finden. Ist hier wo versteckt oder was? Ich muss erzählen. Ich hoffe, da sind gleich Fußspuren irgendwie, die auftauchen, wenn ich da jetzt rüber gehe. Okay, das ist auch irgendwie, oder? Und Fehler oder nicht? Ja, weil ich noch sagen kann, ich habe ja letztes Mal in den letzten Folgen auch schon vom Update gesprochen, immer mal wieder. Tatsächlich sollen damit Fehler behoben worden sein, die dafür sorgten, dass man halt die 100% nicht komplettieren konnte. Ich war ja auch quasi davon betroffen, indem ich halt. Ey, wo ist denn hier der Stein? Bin ich jetzt so blind oder tu. Da oben. Was war's? Ach, dahinter ist der. Lol. Dann bringen wir den auch noch schnell da rein und haben wir es auch schon geschafft. So, bitteschön. Ja, und dann haben wir hier jetzt die letzten Aufgabe abgeschlossen. Ich habe auch mittlerweile. Das ist doch irgendwie. Das war doch vorher nicht. Dass da so eine Wand ist und dann. Kann man einfach durchrennen. Das sieht richtig komisch aus irgendwie. So, der Fahrt ist genau, die Planet-Image haben wir erhalten und damit können wir ja abhauen. Wir können auch zum Rabattbot gehen. Genau, hier steht es nicht. Das steht, glaube ich, echt nur in der WM, wenn man die WM-Arche betritt. Da kann man sehen, wie viele Aufgaben man schon abgeschlossen hat. Von wie vielen. Auf jeden Fall. Ja, gehen wir die aber noch aus für die Waffenskins natürlich, die wollen wir auch noch haben. Ich glaube, ich muss tatsächlich auch auf den Planeten ausgeben, ne, damit ich die loswerde, sag ich jetzt mal. Deswegen ist mir überhaupt auch erst aufgefallen, dass noch was fehlen muss. Die Waffenskins, genau. Zwei Planeten mit haben wir noch, die brauchen wir auch. Oberzielscheibe, Dankeschön. Damit geht's jetzt zurück. Damit geht's weiter auf Prima Paletti. Das kann ich auch mal zeigen. Hier kann man nämlich umswitchen auf die Planetenansicht. Und da sieht man Nebenaufgaben alle abgeschlossen. Der sagt mir zwar immer noch hier Sparkaufgaben 2 von 3 nur. Ich gehe gleich mal in das Gebiet nochmal rein, eventuell. Lass einfach mal loswerden, eventuell nicht sagen jetzt nochmal. Ja, und die Nebenaufgaben, da fehlt auch noch ein, das dürfte Wegmann sein. Deswegen, hupsala. Ich wollte da schon reingehen. Hab wieder verdrückt. Auf nach Prima Paletti. So, meine Freunde, machen wir jetzt den Wegmann da hinten platt. Ich war gerade nochmal in einem Geheimgebiet drin, es hat mir in der Hinsicht geholfen. Dass ich jetzt einen Schritt weiter kam, ich wusste es nicht mehr, das Geheimgebiet betreten, ich musste es im Zwerg erreichen, den kann ich nicht mehr erreichen, der ist weg, der ist da nicht mehr. Also hat mir natürlich wirklich geholfen, hier weiterzukommen. Ja, dann müssen wir halt dann denken, wenn ich jetzt hier alle Aufgaben abgeschlossen habe, reicht mir das. Und den machen wir jetzt auch noch platt. Der läuft sogar noch weiter mit, okay, krass. Das fand ich jetzt echt krass, so die Annäherung. Wegmann erkennen wir jetzt mittlerweile, wenn die jetzt hier vorgestellt werden, ne. Boah, dann kotze ich aber. Wir müssen 8 Runden überleben, wir haben Wegmänner ohne Ende. In der Windschlüssel für dich rufen
Knechte, die haben keine richtige Empfindlichkeit, aber auch keine Unempfindlichkeit. Und dann haben wir noch da einen Heiler auf jeden Fall. Den man auch behandelt, wenn die Gegner sollen hier kommen. Ja, das heißt für mich, ich brauche eigentlich jemanden, der gut überleben kann, ne? Warte mal, kann ich mir kurz das Feld nochmal angucken? Kann ich die nicht sogar mit Wimbled Vitae alle unten treffen? Aber möchte ich sie mitnehmen, ist die Frage. Ne, ich nehme lieber Peach mit auf jeden Fall. Peach und Wimbled Rosalina. Ich habe bisher immer bewährt, ich kann nochmal nach Swag mich sowieso gucken. Windstoß und Schleim brauche ich ja, ne? Dann kriege ich sowohl mit Rosalina hier noch den Aero Shaker. Den wir jetzt direkt mal hochleveln. Oh, Stufe 5 sollte mittlerweile drin sein für den Kollegen. Vielleicht sehe ich, habe noch 3 Sterntrinker, aber. Ups, nein, ich wollte dich tauschen. Hä? Ich hab jetzt getauscht. Und den hochleveln hier, den guten Toxi Shaker. Und auch der ist Level 5 jetzt so. Maximal Stufe erreicht. So, Rabbit Rosalina gebe ich natürlich den Aerofix. Und Peach kriegt dafür doch den Aeronaut. Ich glaube, ich einen Schleimer mitnehme. Den Schleimherrn, weil der kann die Fähigkeiten versiegeln, ne? Von Gegnern. Klar wäre Toxi auch geil, aber wenn wir dann eh nur einen Heiler haben, der wird wahrscheinlich noch weiter kommen, aber ist jetzt dann halb so wild. Nehmen wir es lieber so tatsächlich. Und dann starten wir auch direkt. Komm, weißt du was, da kann direkt Reitreise rein, da ist ja schon quasi außer Gefecht gesetzt, der Kollege. Ja, den Heiler lassen wir mal kurz Heiler sein. Kommt hier direkt noch ein Angriff drauf, komm. Und die fliegen erstmal schön. Ich hab hier natürlich, ja, auseinandergetrieben quasi, ne? Guck, jetzt kann ich mich hier oben hinstellen und kann den da unten abschießen, oder? Yes. Und ein paar Crits ist der weg. Und der ist weg. Yes. So, weißt du was, du gibst dem hier mal eine mit. Dem, oder kriegst du den hier hinten auch? Ja, der ist jetzt sogar, Dings hier, wie heißt das, gestunt. Der hat hier eine Unempfindlichkeit gegen Schock, ne? Genau. Okay, kann ich da ruhig den. Von der, den aktiviere ich nicht. Da steht Beatstoßraserei mittlerweile. Hab ich richtig gelesen? Beatstoßraserei. Das war doch vorher nicht falsch, oder? Bin ich jetzt blöd. Na, egal. So, dann pariere dann für Rabbit Peach. Den würde ich gerne besiegen. Verdammt, der ist noch nicht weg. Krieg ich allgemein die Barriere für alle? Ich krieg wohl Rosalina jetzt auch nicht mehr, ne? Das Blöde. Warte mal, die kann wohl Peach wegfeuern noch. Ist alles okay. Dann kann ich hier den Schleimherrn lieber aktivieren. Ist der andere eigentlich schon weg? Nach dem habe ich ja weggefeuert, stimmt. Wollte Rosalina. Flammenbeschwörung. Versiegel den dann mal. Ne, nicht den. Aber der kann bestimmt nicht feuern, ne? Da reicht es natürlich wieder nicht. Das trifft sie nicht, so, aber. Reicht immer noch nicht. Scheiße. Steht sie da ein bisschen ungedeckt. Das ist blöd. Naja, gar nichts Schlimmeres. Glaube ich. Ich glaube, machen wir jetzt den da kalt. Jetzt von dir, der hätte nicht schießen können, ich hätte über den anderen kalt machen sollen. Jetzt, na, ist egal. Ich kann ihn noch heilen, von daher. Halb so wild. Boah, er geht sogar weg, er kann Peach gleich treffen von da. Sie hat eine Barriereladung. Clever, ja gut, der kann aber noch treffen. Der Knecht. Klar. Machen wir aber auch ziemlich viel Schaden, muss ich sagen. Aua. Der heilt sich selbst, ne? Ja. Hä? So, sagen, hat er jetzt gerade den Knecht versiegelt? Ah ja, ist ja auch mein Schleimer. Stimmt. Direkt die Barriere hier rausschallern. Ich hab nicht vergessen, Kollege. Du bist jetzt auch besiegt auf jeden Fall. Kannst du schon mal drauf Gift nehmen. Gift drauf nehmen. Du kannst schon mal da stehen bleiben, Mädel. Kannst den anderen beiden weiterhelfen? Sonst muss ich den eigentlich schon besiegen, ne? Ganz ehrlich. Ich bleib hier stehen. Ich setze zwar hier vielleicht nicht. Ach, ich kann auch den noch besiegen. Der macht jetzt die Runde eh noch nichts. Ach komm, dann treffen wir lieber den noch. Der hat geil, der kann eine Blockade, ne, errichtet, stimmt. Vollidiot. Barriereladung für Rabbit Rosalina. Ich stell mich gleich wieder dahin. Boom, und schon ist er weg. Was, die kann nichts mehr machen, ne?
Kann sich eigentlich nur verstecken vor den Gegnern. Ja, perfekt. Passt doch dann. So, neuer Knecht. Auf wen schießt der? Auf Peach. Wird aber eine Barriere. So, drei Ladungen, ne? Barriere. So, sehr schön, der kann gleich nicht schießen. Das ist gut. Den machen wir jetzt ja auch mal kalt, den Kollegen hier. Der Wiedstoßraserei. Ist ja irgendwie witzig, ne? Dass er jetzt ein neuer Fehler eingeschlichen hat. Boom. Ich muss auf jeden Fall den Wegmann quasi killen. Ich hab's doch vor, auf jeden Fall. Den hier kümmert sich jetzt erstmal. Boom. Beach. Und Rabbit Rosalina auch noch. Reicht da wahrscheinlich nicht mehr, aber egal, der ist so gut wie K.O. Kann ich noch irgendwo hingehen, wo ich jetzt nicht getroffen werde unbedingt von den anderen Typen da? Jetzt gleich kommen. Müsste klappen, oder? Da steckt einfach dahinter. Hier meine ich genau. Ich weiß sogar, wie Trottel sagt, ne? Oh, warte mal, ich kann den auch noch treffen, oder? Den Knecht hier oben. Ja. Ich hab noch zwei Aktionspunkte, das heißt den Windstoßangriff. Man steht jetzt wenigstens richtig. Jetzt wird es Wind, oder? Stand da Windstoß. Ich habe Windstoß gelesen, ich sag ganz ehrlich. Das hat hier natürlich keine Deckung. Das ist scheiße. Ganz klar. Aber ist jetzt nichts mehr zu ändern. Ja, nicht bewegen. Na komm. Wenn ich die Gegner hier halbwegs kalt kriege, das wieder weg mit dem Knecht natürlich. Der kann da nichts machen, glaube ich. Jetzt der Knecht kann schon noch loslaufen und schießen, genau. Trifft aber nur das Hindernis. Oh, zwei Gegner. Ja, will ich da jetzt oben bleiben? Eigentlich muss ich die angreifen, trotzdem. Was ich machen kann, ist, mit Rosalina quasi mich so ein bisschen reinstellen, oder? Zumindest. Die beiden stunnen in der Raserei. Ist doch drin, oder? Krieg ich nur einen jetzt. Ich krieg doch wirklich nur einen, ne? Ah, ich brauche auch nur einen. Genau. Guten Morgen, Rosalina. Da fliegen sie beide. Wenn ich jetzt auf den hinteren. Achso, der Knecht ist weg. Ne, der steht ja da mit dem drin. Tatsächlich, der steht da mit dem drin. Einer weg. Rosalina steche ich jetzt noch dahin, die macht den anderen noch weg. Rabbit Peach mache ich natürlich. So. Die können sich unsichtbar machen, da wird sie nicht getroffen. Macht jetzt glaube ich keinen Unterschied, aber da sie gerade die nächsten KP hat. Hey, die sind jetzt auch wieder voll. Wie ein Heilsprung oder was, ne? Leider kann ich die Portale da nicht anschießen. Ist immer das Blöde. Als wäre so Überlebensschlacht auch langweilig, wenn man die kaputt machen könnte. Oh, kommt ein Heiler raus. Der natürlich auch trifft. Noch zwei Heiler aus dem Portal und dann wahrscheinlich wieder ein Wegmann und ein Knecht aus dem anderen, ne? Also der Wegmann halt nur und dann der Knecht, der kommt halt mit quasi daraus. Zum Glück trifft der nicht, der Trottel. Trifft der Knecht denn jetzt? Der trifft bestimmt, pass mal auf. Ne, auch nicht, sehr gut. Da direkt das nächste Portal da hinten. Oh, gefundenes Fressen von meinem Schleimer hier, stimmt. Der hat zwei Gegner versiegelt, ne? Zumindest die Angriffe. So, hier aktivieren wir direkt mal die Barriere wieder. Ich kann auch quasi oben bleiben, eigentlich. Kann ich einen neuen rufen? Ich kann neuen rufen, ne? Ja, hallo, ich kann nicht mehr. Halt mal. Hä? Ja. Ah, nicht möglich, okay. Gerade habe ich halt nicht gesehen, die Anzeige. Ja gut, weil der noch da ist. Ja, kein Drama, wenn der noch da ist und ich deswegen nicht angreifen kann. Treffe ich nicht, oder was? Was denn jetzt? Wieso trifft den so nicht, den scheiß Wegmann hier vor mir? Dann halt so. Ja, hinten treffe ich eh nichts ab, weil der noch, wer ist denn? Barriere hat. Die Wiedstoßraserei. Echt zu funny, ehrlich. Dann geh mal dahin. Treffe ich nämlich nochmal. Du schon kaputt, okay. Auch gut. Lass dich da einfach pissen. So.
freue ich mich auf den. Ich hätte gleich eh, ich mit Wolverine da jetzt lang rankomme. Ich möchte jetzt eh ihn, ins Versetzen. In Stasis, meine ich. Ich will mich nicht mit ihr da stehen bleiben. Ich krieg die auch, genau, perfekt. Sie ist nur zwei Gegner jetzt, aber. Lieber stein ich die jetzt, ne, als dass die jetzt gleich angreifen weiter. Gut, er stirbt sogar. Durch den Schleimschaden. Umso besser. Aber der Weckmann, der trifft nicht. Der Knecht eventuell jetzt schon. Okay, der macht gar nichts. Ich könnte die einfach abhauen, weißt du, und einfach mich verziehen und dann würden die alle nichts machen. Du bist auch blöd. Ja, die. Also meine Monsterchen hier sind genauso clever wie die Gegner teilweise auch, ne? Ich da jetzt rüber. Ach. Hab ich jetzt wirklich runter? Oh ne, ich kann nicht runtergehen. Ich will die abschießen, die zwei da hinten. Ja, ich hätte noch eine Raserei gehabt, aber drauf gepfiffen. Aber Peach. Ja, das hat das Portal, ist das Problem, ne? Ne, Peach geht jetzt runter. Kann ich oben nicht, jetzt nicht gebrauchen. Einfach weil, den hier. Da sind jetzt gestunt, die beiden. Man kann sich auch noch ein bisschen verstecken hier irgendwo. Perfekt, so. Ja, macht mal. Wer kommt da? Der Weckmann oder kommt der jetzt wieder Heiler raus? Frau Heiler, okay. Da hinten ist auch noch Portal. Okay, da kommt der Weckmann raus. Ja, geht auf den Schleim, auf meinen Schleimer drauf. Interessiert mich eh nicht. Kann ich einen neuen rufen? Ah, die da hinten könnte treffen natürlich. Der Knecht wird jetzt auch treffen. Die sich jetzt auf den Schleimer konzentrieren, als ob der jetzt schon Gefahr ist für die. Sauber. Ja, der trifft halt, der schätzt ja immer so, dass er nichts trifft, das ist das Blöde. Wo war jetzt im Portal? Noch zwei Züge, ne? Also jetzt gerade so viele Gegner auf dem Feld. Komm. Beatschuss-Raserei. Bin ich noch gestunt in die zwei. Hä? Ach, weil die noch in Stasis waren, konnte ich gerade die Dings nicht verwenden oder was? Ach, okay. Na gut zu wissen. So, Peach muss auch weiter ein Stück. Man kann die Cover killen weg, Mann. Immerhin. Ist auch, glaube ich, von hier aus reichen, ne? Ja. Die beiden Blödmann-Skillen von Highland da oben, die. Ich interessiere mich jetzt gar nicht, ne? Kann ich da mal hochgehen und einfach den Aero-Stecker rausballern? Ja, ne? Müsste gehen, oder? Ja. Warte mal auf den AKI 2. Ich will jetzt eh nicht schießen, die Runde. Steck mich hier hinten. Nee, wo bin ich da hin? Komm. Vielleicht, wenn ich hier stehen bleibe, dann schießt vielleicht noch eher auf mich drauf. Die hinten auf den Schleimer, stimmt ja, habe ich vergessen. Ist jetzt leider aber auch weg. Komm gar nicht näher. Was ist los mit denen? Ja, halt euch ruhig, ist mir egal. Oh, da kommt Portale. Wenn der schon wieder so schön da steht. Bumm. Toxic Shaker. Da bin ich hier hin verstecken. Habe ich wieder Ras. Ich habe Barrieren sogar, guck mal. Umso besser. Die versteckt sich hier. Ah, ich hole noch einen Schleimer, der kann noch aufwärts ziehen. Hätte ich mal vorher machen sollen. Hätte ja auch eine Barriere noch gehabt. Ist auch so geil, ne? Da kann ich mir die unsichtbar machen, dann sehen sie eh nicht. Dann kann sie gar nicht sterben, dann kann ich ja gar nicht verlieren. Die Schlacht eigentlich. Aber ich kann doch hier voll heulen. Peach hat ja noch ein bisschen Schaden, ne? Deswegen. Warte mal, wo ist hier jetzt hingestellt? Sie soll hier stehen bleiben schon. Na, kommt mal her, ihr Süßen. Vielleicht kriegt er mich ja doch noch. Mich jetzt verwundern, aber. Ja, ruft noch mehr Gegner, ist mir Latte. Halt euch, ist mir auch Latte. Gebt euch eine Barriere. Der letzte Zug, ich reibe ihn nicht mehr an. Schleimer könnte auch von mir aus killen, ist mir auch egal. Der ist wirklich egal, jetzt gerade. Einzige, was traurig wäre, wenn ich jetzt auch Schaden kriege, aber ich glaube, da kommt jetzt ein Weckmann, der schießt einmal drauf, ne? Trifft ja nicht mal jetzt, aber der Knecht könnte jetzt treffen, dafür habe ich die Barriere aber noch da. Na, war's das halt. Trifft nicht mal, perfekt. Hätte ich theoretisch nicht mehr die Barriere mehr gebraucht, alles klar. Leute,
Da dürfen wir hier auf Primo Plätti auch fertig sein. Ich bin nicht irre. Ja, müsste. Genau, nehmen wir noch den Waffenskin mit. Ich liebe es! Hätten wir jetzt natürlich auch. Urwald Aero-Klinge erhalten. Dann reisen wir nochmal zum Rabattbot natürlich. Hier auch gerade auf Flockenbrocken. Und kaufen den Laden jetzt den Rest da auf. Die Waffenskins meine ich. Den Rest aufkaufen ist schlecht mit den Sachen, ganzen Items, die man da kriegen kann. So. Ist ja auch nur noch ein Skin, zwei Planetenmünzen, genau. Der Retro-Weitmeister. Perfekt. Na, damit sind wir hier durch. Ja, wie gesagt. Upsala. Jetzt gedrückt. Die Pad oben. Ist auch Karte? Hä? Ja, das hier krieg ich halt nicht mehr, ne? Ich will trotzdem mal in der WM-Arche gucken. Da dürfte es ja auch stehen. Da steht halt die Spark-Aufgabe jetzt auch als nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich. Wenn daran hat sie 100% weiterhin scheitern, ist es eben so. Ist halt Pech. Für mich persönlich dann. Hier haben wir auch noch zwei Aufgaben offen. Zwei? Ach ja, den Boss und die Tod-Tragödie, ne? Komm, die Tods, die machen wir jetzt noch, ganz ehrlich. So, das Gute ist, ich glaube, beide Aufgaben sind direkt hier bei der Teleporter-Flagge, ne? Genau, die Kame kann ich komplett vergessen. Irgendwie, was auch nicht. Können wir auch auf jeden Fall jetzt machen. Weil die Tods machen wir jetzt auch noch, ganz ehrlich. Tod-Tragödie auf Terra Flora, let's go. Ist halt nur ein Tod, war eigentlich zweimal drin? Habe ich gerade einen übersehen wegen dem Schriftzug? Schön, können wir immer zwei drin gewesen. Wahrscheinlich ist das eh wieder so eine Aufgabe, wo ich einen Bereich erreichen muss, ne? Einen Bereich erreichen muss, genau. Sowas. Ja, das habe ich auch mal genannt. Genau, da ist der Bereich doch. Erreiche den Bereich. Wasserknechte auf dem Weg. Sieht auch wieder so aus, könnte man skippen, ehrlich gesagt. Im großen Teil. Obwohl, mein nächster hoch. Muss irgendwo hoch. Oder? Kann es zu hoch sein? Ja, da hinten ist nämlich noch eine Erhöhung. Okay, nee, da wird es zu hoch sein. Muss ich auf jeden Fall rumgehen. Ja, was haben wir hier für Gegner? Wasserknechte? Oh, Wasserknechte oder wie? Ne, und Panzergumba auch noch. Na gut, da weiß ich auch schon, was ich mitnehme. Auf jeden Fall nehme ich anstelle von Peach Luigi und anstelle von Irabella. Dann nehmen wir noch Elektrosparks wieder mit. Eraser für Rebel Peach. Achso, aber gar kann bleiben. Den, Alien für Luigi. Die kann den Aquafluss behalten, Rebella. Dann können wir die Panzergummas noch umhauen. Wo ich gerade dabei bin oder daran denke. Aquarion. Oh, die muss ich auch mal leveln. So, Stufe 5. Wie viel Sternteil habe ich noch? Sehe ich jetzt hier gerade nicht, schade. Ja, gehe ich so los? Rebella mit Mercury ist auch okay. Nicht behaupten. Weil dann sprich nichts dagegen loszudüsen, ne? Deswegen, auf geht's. Gehen wir unseren Weg zu den Toads. War nicht gerade schon Gegner irgendwo? Da hinten erst, okay. Komm, ein Stück weiter gehen wir schon. Zwar müsste das doch hier reichen. Erstmal für den Anfang. Dann kann hier die 7 sich noch da einstellen. Rebella auch noch helfen. So. Gehen wir darüber, so, zack, dann kannst du hier stehen bleiben. Der Gute geht auch noch weiter. Im besten Falle sogar mit beiden Mädels. Perfekt. Hey, ich konnte da nicht hin, schade. Dann machen wir hier einen Zwischenhalt. Da 50% die Chance zu treffen. Jawohl, aber ich hätte mal den Links benutzen sollen, dann geht gut, egal. Nehmen wir den Eisenblick. Stattdessen. Die verstecken wir hier und sie kann auch nichts machen, ne? Nee. Kommt doch mal alle her. Oh genau, ich könnte durch Hindernisse schießen mittlerweile, stimmt ja, da war ja was. Das war ja auch geil. Geile Fähigkeit für Luigi. Was machen die jetzt? Warum laufen die so weit? Wenn die laufen, eigentlich nicht weiter dauert, nur so lange, weil die halt außen rumlaufen. So, Rebella, hilf mal bitte Rabbit Peach. Ja, einmal raus, dann sehe ich nämlich auch nicht. Weil ich... Tatsächlich bleibt da schon, wo Ichi jetzt ist. Ja, komm. Gehen wir nicht allzu weit. Forschen mal über die Plätze. Einfach. Warte, ich kann ja erstmal noch weitergehen und Rebella helfen, genau. Okay. Muss echt mal bei Peach, Peach durch den Bewegungsradius erhöhen. Echt gerade. Auf Niederreich glaube ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht da einfach treffen. Ah, der ist genau raus aus dem Radius. Ja, da macht es halt nichts. Deswegen ist das auch egal. Da kann die Luigi helfen noch? Ah ne, genau nicht, schade.
Gut, die kann schon Luigi helfen. Luigi kann nämlich über Peach und dann zu ihr noch rüber, ne? Ja, genau. Ja, oder auch nicht. Muss die gute nochmal rüberkommen. Und dann, ja, bitte, danke. So. Barriere wäre natürlich schon geil gewesen, jetzt irgendwie auch hier in der Schlacht, ne? Die wenigsten Stromtypen hier. Schockangriff. Schieß den Hintern davon ab von den beiden hier, oder? Vielleicht schießt den einfach ab. Und der wird auf jeden Fall sterben, der nicht unbedingt. Na komm, dann darauf. Ich geh einfach so Ichi-Schwächen abkriegen. So richtig schön. Aber ist dann halt so. So, mit den anderen kann ich nichts machen. Ich kann sie jetzt hier noch verstecken. Ich lass sie jetzt einfach stehen, mach sie unsichtbar. Damit die gleich mal ein Stück weiterkommt. Auch blöd, wenn ich jetzt da hinten stehen bleibe, irgendwo weiter hinten, als ich müsste. Und der läuft doch rum und macht Werbung, das sagen. 100% Spritschaden. Ja, gewundert, finde ich. Trifft zum Glück nicht Rebella. Aber warum fliegt der Luigi da nur hoch und nicht runter? Das wundert mich gerade ein bisschen. Ey, ich meine, ich will mich nicht beschweren, ne? Also besser für mich, ne? Ich komme auch echt nicht weit, ne? Also kurz ein Stück weiter. Kann vielleicht noch irgendwen treffen. Ich zieh den Goomba noch. Yes. Kann sie nicht runterschmeißen. So, tschüss, Kollege. Die werden sich jetzt auch wundern. Obwohl, die sehen sie ja anscheinend, wenn ich auf sie ziehe. Stimmt ja. Ich habe ja so ein Ding vom Spiel, wo man sich auch denkt, hä? Warum? Da werde ich auf jeden Fall jetzt in die Reinrase rein, das steht ja jetzt schon fest. Den Radius erstmal erhöhen. Nicht tot die beiden, schade. Ich stelle mich mal hier hin. Dann nehme ich schon die nächsten Wasserknechte. Und weg mit denen hier. So, beide erledigt, sehr gut. Sonst noch wer? Ach, guck mal, Luigi kommt schon gar nicht mehr weiter. Aber du bist so Rebella. Warum möchte ich jetzt auch so weit mit ihm gehen, ist die Frage. Ja, hier geht's schon. Wenn ich es gleich clever mache, kann ich gleich sogar hochkommen. Sehr gut, Luigi, sehr gut gemacht. Ja, komm, bin mal in Zug. Ja, da geht wieder einen ab. Rebella wird auch angeschossen, wird auch getroffen, leider. Der geht auch auf Rebella. Trifft aber nicht, okay. Was mit ihm? Ihm checkt da oben. Der schießt auch auf Rebella, oder? Trifft aber nicht, so, sehr gut. Oh, Portale. Wie ich vom Erreichen des Ziels. Die daran hindern wollen, das Ziel zu erreichen, scheinbar. Luigi kommt bis dahin. Das heißt, das Ziel wäre, Rebel Peach da reinzukriegen, das Feld, ne? Sollen wir locker schaffen. Ja, müsste erreichen. So, gehst du mal da hoch, Luigi auch schon mal, dann können wir nämlich auch mal heilen. Bitteschön. So, Luigi kommt auch ohne zweiten Sprung rein, aber ich mach trotzdem mal auf Nummer sicher. Jetzt ist erstmal Rebella da oben. Ja, quasi kann schon da reinrennen. Da brauche ich auch nicht mehr springen mit Luigi. Der Blödsinn. Stimmt ja, ich habe ja noch einen Bewegungsradius und dann vergesse ich auch mal nicht mal, ehrlich gesagt. Hey, Stufe 30 erreicht. Ist das Maximalstufe? Sieht so aus, ne? Das ist die maximale Stufe, die man erreichen kann im Spiel. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man... Ja, da muss man ja sogar Fähigkeiten Prismen verteilen. Irgendwie. Kann ja gar nicht so viel kriegen, dass man alles verteilen kann. Ach, guck mal, hier ist eine Erinnerung. Hab ich hier nicht alle Erinnerungen gesucht, als ich, bevor ich abgedüst bin? Nee, hab ich echt nicht, ne? Offensichtlich nicht. Druidenpanorama. Da hören wir doch nochmal rein. Warum nicht? Das Wasser aus Terra Floras Speispitze hat durch Erosion viele Höhlendurchgänge gegraben. Einer dieser Hohlräume diente den Druiden als Hauptquartier, die wie besessen daran arbeiteten, das Geheimnis der mysteriösen Eigenschaften des Wassers zu lüften. Er befindet sich hinter einer seitlichen Öffnung und bietet einen grandiosen Ausblick. Das war echt eine schöne Aussicht, das kann ich auf jeden Fall auch so sagen, ja. Jetzt habe ich alle Erinnerungen hier, oder? Terra Flora. Ja, jetzt habe ich, okay, das war die letzte, die fehlte, okay. Und ich wollte komplett übersehen haben. Ist ja nicht schlimm, jetzt haben wir sie.
Und nächstes Mal geht's dann im kolossalen Kamek an den Kragen. Mal schauen mal, wie weit wir noch auf, ja, Kapmaltar kommen, weil dann sind wir hier auch fertig, ne? Terraflora. 7 Planeten sind noch übrig. Ich kann noch Sterntrinke kochen, aber machen wir nächstes Mal dann. Der Kamek ist da gewesen, genau. Da hinten. Den machen wir nächstes Mal platt. Neben den finster Zeit beseelten oder bedeckten Magi-Cooper. Aber egal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da und seid gespannt beim nächsten Mal. Wir machen wir den platt und dann gucken wir, wie viel wir auf Kapmaltar schaffen. Und allgemein bin ich sehr gespannt darauf, wie viel wir noch fürs Backtracking brauchen. Auf Kapmaltar ist noch sehr viel zu tun, deswegen. Ich gehe davon aus, wie wir. Das wird nicht so schnell gehen, wie es jetzt vielleicht hier heute ging, aber mal gucken, ne? Schaut gerne auch hier vorbei in die. Ja, mal wieder in die Mario Rabbids Kingdom Battle Playlist, weil ist ja direkt Folge zu dem Spiel hier. Oder auch in die Playlist von diesem Spiel. Falls ihr was verpasst habt, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Da sind alle Folgen drin und ja, genießt den restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukase.